Heute widmen wir uns einem ganz besonderen Thema rund um den Renault Zoe, nämlich dem Fahrspaß. Und im Gegensatz zu einem Verbrennungsmotor, wie zum Beispiel einem Diesel, arbeitet ja ein Elektromotor nicht mit Kompressionsdruck, sondern der hat entweder Strom oder kein Strom, 1 oder 0, an oder aus. Und das sorgt dafür, dass wenn die Beschleunigungsträgheit, und das Ding wiegt ja mit den Akkus schon ein bisschen mehr, erst einmal überwunden ist, das Ding wirklich abgeht wie ein Formel-1-Zäpfchen. Das zeigt sich daran, wenn zum Beispiel wie am heutigen Tage die Straßen etwas nass sind und man um die Kurve fährt, schafft man es, bitte nicht nachmachen, sogar bei 40 km/h den Beifahrer in die Sitze zu drücken und die Räder durchdrehen zu lassen. Das, wie gesagt, ist aber eben nur möglich, weil es ein Elektromotor ist und die Motorisierungen beim neuen Renault Zoe reichen ja von 108 bis 135 PS und das hat eben gerade in so Stadtverkehrsrichtungen schon einen leichten Motorsporthauch. Wie gesagt, nicht nachmachen, aber Fahrspaß hat man mit dem Ding auf jeden Fall. Nochmal.